Der plötzliche Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Polizeigewahrsam löste im Iran landesweite Proteste aus. Wütende Demonstranten setzten in der Nacht zum Montag iranische Flaggen in Brand und verurteilten die Behörden. Viele Bürger sind fassungslos. Shahnawazi lebt in Teheran. Was Mahsa widerfahren ist, ist unfassbar und verletzt die Würde jedes iranischen Bürgers. Mit dem Islam hat das nichts zu tun. Auch Tashkadan ist der Protestbewegung beigetreten. Meiner Meinung nach sollten die Behörden rasch klären, was passiert ist. Die Proteste haben sich nicht grundlos formiert. Wir Bürger haben diese Gesellschaft aufgebaut. Dieses Land gehört uns, nicht einer bestimmten Gruppe, die uns etwas vorschreibt. Ein von der Twitter-Nutzerin Faize Afshan gepostetes Video zeigt, wie sie ihre langen Locken mit einer Schere abschneidet. Viele Frauen tun es ihr gleich und teilen ähnliche Videos, um gegen Aminis Tod zu protestieren. Am späten Dienstag meldeten staatliche Medien begrenzte Kundgebungen in mehreren Städten, bei denen Demonstranten regierungsfeindliche Parolen skandierten, Steine auf Polizeifahrzeuge warfen und öffentliches Eigentum beschädigten. Handyvideos aus dem ganzen Land zeigen das wahre Ausmaß der Demos. Die Wut der Bürger auf die theokratische Demokratie scheint immens. Demonstranten gehen auf Polizisten los, diese reagiert mit Gewalt. Frauen posten mitten im Geschehen Selfies von sich, sie tragen Jeans und sind unverschleiert, als politisches Statement. Auch Kopftücher werden symbolisch in aller Öffentlichkeit verbrannt. Aber nicht nur im Iran. Auch in Berlin, Toronto und Istanbul versammelten sich Demonstranten und zeigten sich mit der Protestbewegung im Iran solidarisch. Amini soll ins Koma gefallen sein und verstarb, nachdem sie verhaftet worden war. Der Grund, sie habe gegen die strengen Hijab-Regeln verstoßen, indem sie das Kopftuch falsch getragen habe. Nach der Scharia, dem islamischen Recht, sind Frauen verpflichtet, ihr Haar zu bedecken und lange, locker sitzende Kleidung zu tragen. Bei Zuwiderhandlung drohen öffentlicher Tadel, Geldstrafen oder Verhaftung. Die Polizei behauptet, dass Mahsa einen Herzinfarkt erlitten habe und ihr Tod ein unglücklicher Unfall gewesen sei. Ihr Vater entgegnet, dass seine Tochter keinerlei gesundheitlichen Probleme hatte und dass sie in der Haft Prellungen an den Beinen erlitt. Er macht die Polizei für ihren Tod verantwortlich. Ravina Shamdasani, amtierende UN-Menschenrechtskommissarin, fordert eine unparteiische Untersuchung ihres Todes. There are reports that Miss Amini was beaten on the head with a baton. Berichten zufolge wurde Frau Amini mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen und ihr Kopf wurde von der sogenannten Sittenpolizei gegen das Fahrzeug geknallt. Die Behörden haben erklärt, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. Der tragische Tod von Frau Amini und die Vorwürfe der Folter und Misshandlung müssen unverzüglich, unparteiisch und wirksam von einer unabhängigen, zuständigen Behörde untersucht werden, die insbesondere sicherstellt, dass ihre Familie Zugang zur Justiz und zur Wahrheit hat. By an independent, competent authority that ensures in particular that her family has access to justice and the truth. Irans Innenminister Ahmad Wahidi dementiert die Vorwürfe salopp. Wir haben keinen Bericht über die Schläge gegen diese Frau von den Aufsichtsbehörden erhalten. Wir sind uns dieses Vorfalls bewusst, ob er nun passiert ist oder nicht. Im Grunde genommen hat die Sittenpolizei nicht die Mittel, um zu schlagen. Das bedeutet, dass sie weder einen Schlagstock noch ein Mittel zum Schlagen haben. Das internationale Hacker-Kollektiv Anonymous sicherte den Demonstranten Rückendeckung zu und erklärte der iranischen Regierung den Cyberkrieg. Greetings, citizens of the Iran. Kurze Zeit später waren die Internetseiten des nationalen Regierungsportals, des Büros des Regierungssprechers und der iranischen Zentralbank nicht mehr abrufbar. Ihr nächstes Ziel haben die Hacker bereits im Visier, das größte Medienhaus des Landes. Und was sagt die Führung in Teheran zu den Demonstrationen? Wie schon so oft dasselbe. Das Ausland stecke dahinter, heißt es im Staatsfernsehen.